Hallo miteinander. Heute ist ja Lernen auf dem Programm. Und da habe ich gedacht, ich bringe gerade mal die erste gute Seite mit. Leider gibt es sie nur auf Englisch. Aber wenn man Englisch kann, ist sie super. Und zwar ist da edX. Und dort kann man verschiedene Sachen lernen. Ziemlich viele verschiedene Sachen. Ich wollte Sachen über Neuronen, über das Hirn lernen. Das habe ich hier gefunden. Und ihr seht hier gerade einen Überblick von Kursen, die es gibt. Also ganz verschiedenes. Man kann lernen, wie man Internetseiten macht, wie man Chinesisch redet, Business analysieren, also Wirtschaft, Physik, so Sachen, noch mehr Physik, Kultur. Ja, so alles Mögliche. Ich würde jetzt da, ich habe mir gerade noch Kategorien rechts. Ah, ich schaue jetzt gerade mal, nein, Deutsch jetzt wirklich nicht. Und jetzt kann man hier ein Fach auswählen. Und zwar gibt es ziemlich viele. Das sieht man jetzt hier schon. Vielleicht bist du interessiert an Medizin. Dann hat es da sehr viel über Medizin. Da hat es über Genetik, Teil 2, Biomedizin, Anatomie, Ebola, Immunologie, alles Mögliche. Was auch sehr gut daran ist, es gibt eine App dazu und man kann all die Sachen, die Kürze auf der App anschauen. Ich gehe jetzt mal zu meinen, ich glaube das ist bei Dashboard, ich gehe zu meinen Kurs, und ich habe. Und zwar, wie man da sieht, habe ich Neurodynamics, das ist für die EPFL, das ist für die ETH Lausanne aus gemacht worden. Das ist ein Kurs da. Und die haben gesagt, wir müssen Linear Differential Equations können. Und dann habe ich genommen. Und dann ist noch gestanden, für Linear Differential Equations, wo wir Differential Equations haben. Da bin ich jetzt, dort habe ich jetzt angefangen. Das Bemerken dabei ist, es ist alles gratis. Es gibt nichts, was da kostet. Und man kann das einfach machen. Ich klicke jetzt gerade mal die Introduction to Differential Equations an. Es hat immer eine Zeit, wo der stattfindet, der Kurs eigentlich. Und nachher darf man ihn besuchen, aber eigentlich findet er noch nicht mehr statt. Und zwar in dieser Zeit kommen Hilfe über. Der Professor, der anbietet und seine Gehilfen, die kümmern sich dann um Fragen und hat ein Forum und so. Und ich bin jetzt schon lange drüber, aber ist egal. Jetzt werden die Fragen nicht mehr beantwortet. Ja. Und dann kann man auf Courseware gehen. Und dann wird es lustig. So, ich bin jetzt im 3 von 12, 16, egal. Und zwar ist das schön im Modul aufgebaut. Sie sagen da, was für einen Stundenaufwand pro Woche man muss rechnen. Sie rechnen jetzt so, glaube ich, mit 6. Und dann ja, gibt es halt die Einleitung und dann ja, nicht viel mehr. Und zwar sind all die Module sind dann natürlich wieder unterteilt in verschiedene Sachen. Jetzt da ist die Introduction, da ist einfach ein kleiner Text, um was es geht. Und nachher geht es dann wirklich mal um die Sache. Und da ist noch schön aufgebaut. Man hat da Videos. Lustig. Das ist gerade damals. Das ist jetzt das erste Mal, wo da
Source not found. Source not found. Ernsthaft. Noch mal Events zitiert wird. Und da tut es sich. Noch mal zurück. Mit dem bin ich ja dran. Ah, nein, den habe ich durch, aber. Naja, ah, okay. Irgendein Fehler gewesen. Und zwar ist das eigentlich ein YouTube-Video, aber mit ein paar speziellen Funktionen. Zum Beispiel der Prof, der redet sehr langsam. Dann gehe ich immer auf die 1,25-fach Geschwindigkeit und dann ist es angenehm. Dann hat es noch rechts Untertitel. Wenn man nicht gut versteht, kann man da auch mitlesen. Ja, das ist gut. Ja. Und dann gibt es immer wieder Quizzes dazwischen. Wo jetzt da mal irgendetwas programmieren und machen. Ja. Das ist ziemlich cool gemacht. Ich denke, da die Plattform hat ein riesen Potenzial. Ich denke auch, dass so Plattformen würden ernsthaft große Unis Konkurrenz machen. Dass man vor allem online lernt und dann sich Kurse einfach speichert. Und es dann eigentlich nichts mehr gibt, wo für was nur normale Vorlesungen in Unis braucht. Es braucht noch Forschung, aber einfach einfach Wissen vermitteln, das müsste eigentlich nicht in der Vorlesung passieren. Ja, ich nehme an, da wird mal die ganze Sache auf den Kopf stellen. Ja, das wollte ich euch zeigen. Da kann man durchgehen. Ich habe noch keinen Kurs ganz fertig gemacht, aber es ist eine coole Seite. Es gibt da eben auch Diskussionen, Wikis. Und am Schluss kommt halt irgend so eine Auszeichnung über. Ja. Das sind ein paar halt Sachen, die man muss wissen für die Vorlesung. Das wäre edX. Ich zeige das nächste Mal eine andere Seite, die auch cool ist. Wo ihr vielleicht eh noch kennt. Aber wenn ihr Englisch könnt und etwas lernen wollt, wirklich, dann ist das eine super Gelegenheit. Super Möglichkeit, um das zu machen.